Hallo, jetzt kommt zu einem neuen Video von mir. Für uns geht es heute nach Valencia. Wir machen wieder einen Wochenendtrip da draus. Wann haben wir das gebucht? Vorgestern, ne? Ja. Richtig spontan. Wir haben gerade 7.16 Uhr und sitzen im Zug nach Valencia. Das heißt, wir mussten heute wieder früh aufstehen. Wir sind mit der Metro erstmal noch durch die Stadt gefahren. Und haben es jetzt aber doch zum Glück noch rechtzeitig geschafft zum Zug. Und ja, wir freuen uns jetzt mal auf das Wochenende. Ich bin richtig gespannt. Ich freue mich. Yes. Hello, my friends. Hello. Wir sind jetzt gerade in Valencia angekommen und versuchen jetzt mal rauszufinden, wie wir in die Stadt kommen. Oder wo wir überhaupt sind. Das sind doch mal Palmen hier, ey, mitten in der Stadt. Richtig crazy. Und natürlich geht es erstmal wieder direkt frühstücken. Wir sind hier in einem richtig schönen Café. Sitzen hier ein bisschen so halb draußen. Ich kann einmal kurz ein bisschen reinfilmen, weil das sieht echt richtig schön aus hier drin. Draußen auch ganz süß. Und wir haben beide jeweils einen Cappuccino. Ich muss sagen, das ist auch der erste hier in Spanien, der richtig gut aussieht. Ich werde ihn gleich mal probieren. Toast mit Tomate und so Schokocroissants und dazu wieder einen Orangensaft. Also ich freue mich. Gerade bei der Ciudad de las Artes y de las Ciencias? Oder stand das Ciudad? Schon wieder ungebildete Touristen hier, schlimm ist das. Aber guckst du hier alles wieder vor? Gucken wir uns das gleich mal weiter an. Hier kann man gerade so runter gucken. Ich glaube, das ist so ein Park, werden wir uns vielleicht auch gleich nochmal anschauen. Und da müssen wir natürlich durchgehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr mich hören könnt, weil es ist schon wieder Wind hier. Aber da heiratet jemand. Süß, oder? Gefunden. Sehr cool. Ich weiß nicht genau, wie der hier heißt. Wir sind auf jeden Fall in der Nähe von diesem Gebäude, wo wir eben waren. Ja, ich kann es nämlich leider nicht so ganz aussprechen. Aber es ist echt richtig schön hier und wir haben gerade entdeckt, dass es hier in der Nähe einen Rossmann gibt. Und als gute alte Eilmänner müssen wir da natürlich jetzt erstmal hin und einen guten Drogeriemarkt abchecken, denn sowas gibt es irgendwie in Spanien nicht. Beziehungsweise vielleicht haben wir es auch einfach noch nicht so richtig gefunden. Aber in Valencia gibt es auf jeden Fall Rossmann. Das gibt es in Madrid leider nicht, deswegen werden wir jetzt gleich erstmal einen Besuch abstatten. Wir sind einfach bei Rossmann. Es ist genauso wie in Deutschland. Es riecht genauso. Die ganzen Produkte sind auch auf Deutsch. Es gibt hier Isana. Es gibt den gleichen Schmuck. Es gibt Catrice. Ich werde den auch kaufen gleich. Crazy. Es gibt auch Knoppers, Rina. Was gibt es? Knoppers. Und hier sind die auch auf Stock. Sind immer ausverkauft in Deutschland. Sorina, Newton. Bei mir gibt es so Burger. Das ist Avocado-Burger mit Käse und irgendwie zweimal verschiedenen Arten Zwiebeln und dazu Pommes. Ohne Salz. Ohne Salz. Bei uns gibt es jetzt erstmal ein Eis als Nachtisch. 3 Euro für diese 2 Kugeln hier. Das ist für Spanien ist das eine Schnapper. Ein Schnäppchen. Newton. Ich wollte einmal noch die Aussicht hier zeigen. Es ist gerade ein bisschen laut, weil da unten ein Müllauto fährt. Das ist hier unser Blick von unserem Hotelzimmer. Ich wollte nur kurz gute Nacht sagen. Wir liegen jetzt im Bett. Ich habe eben noch kurz geduscht. Ich muss die Decke zeigen, wenn ich da gerade wieder hochgucke. Da hätte die ist irgendwie funny. Auch ein bisschen scary. Und hier ist einfach ein Spiegel. Ja, aber die Aussicht ist ganz cool. Die habe ich ja eben schon kurz gezeigt. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich glaube, ich muss gleich doch nochmal meine Sonnenbrille rausholen. Wir sind aufgestanden, fertig gemacht. Vielleicht geht es dann los Richtung zu dem Café, wo wir uns mit Hannah und Ayana treffen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern noch erzählt habe, aber wir treffen uns mit 2 Freundinnen aus Flensburg, die mit uns zusammen in Flensburg studieren und gerade hier in Valencia ihr Auslandssemester machen. Also das hier gefällt mir irgendwie richtig gut. Das sieht so richtig so spanisch aus. Wenn jetzt das Haus da drüber auch noch wäre wie das hier. Perfekt. Hello, my friends. Gibt natürlich noch eine kleine Roomtour, bevor wir hier unseren Spot verlassen. Eigentlich echt ein ganz schönes Zimmer. Ich muss nur leider sagen, rundes Bett. Kleine Nachteile. Ja.
Wird, glaube ich, nicht mein Favorite, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, wir haben so eine richtig nice Aussicht, das habe ich euch ja schon gezeigt. So guckt man hier raus und hier kann man sogar rausgehen auf den Balkon. Aber irgendwie auf den anderen nicht, warum auch immer. Auf jeden Fall sehr cool. Dann gibt es so einen kleinen Tisch. Man schläft direkt neben der Tür auf diesem wunderschönen runden Ding hier. Mit Spiegel und da hinten ist halt noch ein Fernseher. Und dann hat man das Badezimmer mit Rotlicht. Aber ich glaube, das ist halt einfach nur, weil es so eine Wärmelampe ist. Ja, das ist halt ein Badezimmer. Die Dusche war eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Und jetzt geht's erstmal auf zum Kaffee trinken. Es geht an den Strand. Man sieht den hier sogar schon ein bisschen. Und es ist einfach November. Zieht euch das mal rein, wir haben November. Und gefühlt gehen wir gleich schwimmen. Nein, nicht schwimmen, aber halt nur so ein bisschen da chillen. Aber mal gehe ich schwimmen. Mal gucken. Traditionell spanisches Essen gibt es hier bei uns. Eine schöne Pizza. Wir sind hier, das haben Ayana und Hannah uns empfohlen, bei so einem, was ist das hier, so ein Food Market, so ein bisschen, direkt am Strand. Und wir genießen jetzt erstmal unsere Pizza. Ich will hier gar nicht weg. So schön ist es hier am Strand. War das Wasser und da hinten sind sogar einfach noch Berge. Das ist so, so schön. Aber wir müssen jetzt noch auf Souvenirjagd gehen. Weil wir unbedingt noch Souvenirs brauchen. Ich muss nämlich noch eine Postkarte verschicken und Rina sammelt immer Magneten aus jeder Stadt. Und deswegen müssen wir noch gucken, dass wir da noch irgendwie was kriegen. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, dass es bunt leuchtet, aber es leuchtet bunt. Da hinten ist noch so ein Springbrunnen. Der soll wohl auch ganz cool sein. Aber wir sind ein bisschen kaputti-putti. Ein bisschen. Weil wir seit über einer Stunde hier durch die Stadt laufen, weil wir vom Strand kommen. Und ja, wir hier laufen. Und laufen und laufen. Und ja, jetzt suchen wir noch ein paar Souvenirs und auf jeden Fall noch irgendwas Kleines zu essen oder so. Dann geht's zum Bahnhof und back nach Madrid. Aber erstmal gucken, wie wir irgendwie an Souvenirs kommen. Ich will jetzt nicht meine Kamera rausholen, weil der Typ da direkt neben uns ist. Aber bei mir gibt's Bacon und bei Rina gibt's. Bei mir gibt's Bacon. Bei mir gibt's Nachos und bei Rina gibt's Caesar Salad. Hoffentlich ist der gleich ohne Bacon. Gleich. Ja. Und Cola, weil wir fallen gleich um. Ja, Leute, Gruppenarbeiten mit Spaniern würde ich nicht empfehlen. Wir saßen hier gerade. Wir müssen heute was abgeben um 12 Uhr. Was in einer halben Stunde ist? Ja, wir hatten die ganze Woche Zeit im Unterricht. Waren wir die Einzigen, die was dafür gemacht haben, weil die anderen irgendwie früher gegangen sind. Oder da geblieben sind, aber dann einfach nur geredet haben und ich dann gearbeitet habe. Dann haben wir denen irgendwie eine Ansage in der Gruppe gemacht, weil wir dachten eigentlich schon, dass da nichts passiert, aber. Wir haben so ein bisschen erwartet, dass sie vielleicht übers Wochenende selber mal drauf kommen, dass man das noch machen könnte. Das war der größte Fehler, den wir hätten machen können. Ehrlich. Dann haben die geschrieben jetzt. Also beziehungsweise dann haben wir halt geschrieben, um 21 Uhr waren so, Alter Leute, da muss irgendwie noch was gemacht werden und wir können das nicht machen, weil wir haben halt nur unsere Handys dabei und sind halt unterwegs und werden vor 12 nicht zu Hause sein. Dann hat sich einfach über eine Stunde niemand gemeldet, dann waren wir so, ja, wir müssen da halt irgendwas machen. Dann haben wir hier auch von unseren Handys angefangen, diese scheiß Aufgabe dann noch zu machen. Und dann, als wir gerade fertig sind, hat uns noch eine Aufgabe gefehlt. Da melden die sich und sagen, ja, wir fangen jetzt an. Wir machen das jetzt. Dann haben wir geschrieben, so ja Jungs, jetzt sind wir halt schon fast fertig, uns fehlt nur noch eine Aufgabe, könnt ihr diese eine Aufgabe vielleicht noch machen? Haben das reingeschickt, was wir da bis jetzt hatten und dann 2 Minuten später schreiben die, ist abgegeben und wir so, Jungs, was ist mit der einen Aufgabe, die ihr noch machen wollt? Die eine von sieben Aufgaben. Und das sind nur 2, die sich da gemeldet haben. Die anderen, wir sind 6 Leute in der Gruppe. Einer hat sich nur eine Nachricht geschrieben und war so, ja, hat ihn gar nicht lieb. Und einer hat sich einfach gar nicht gemeldet. Also, ja. Aber wir sind gerade angekommen in Madrid. Das heißt, es geht gleich nach Hause. Ich freue mich schon. Ich bin echt müde.